Speichert. Jetzt speichert's. Herzlich willkommen bei einer kleinen Demo-Runde, oder kann man sagen, Demo-Let's Play mit dem Spiel Platinum Demo von Final Fantasy 15. Ja, das Spiel ist schon eine ganze, also die Demo ist eine Weile schon draußen, aber es war Wochenende und ich habe mir für mich ein bisschen Zeit genommen und heute ist Montag. Montag ist wieder ein Let's Play Tag, wie immer, kennen wir ja. Mein Name ist Christian Angel. Ich begrüße euch bei einer kurzen Runde oder auch vielleicht längeren Runde. Gucken, schauen wir mal, wie es sich uns die Demo, was die Demo alles bietet. Zu einer Runde zu Final Fantasy Platinum Demo, ne? Jetzt schauen wir mal und jetzt schauen wir einfach mal. Die Musik ist schön. So, hier können wir eigentlich alles lassen. So, würde ich sagen, starten wir mal und schauen uns, was die Demo alles mit sich bringt, was sie bietet und was wir uns darunter erwarten können. Und starten wir mal. Neues Spiel. So, wir sehen hier einen Ladebildschirm, der ganz schön naturell gestaltet ist, mit schön flauner, weißer Schrift und eine Demo von Final Fantasy 15. Und los geht's. Verdammt. Ganz sicher. Wo ist mein Sohn? Majestät der Tonne. What the hell für ein Name? Tja. Also so einen Hund möchte ich auch gerne mein Handy bringen. Ja. Okay, ein kleines Hündchen, du telepathisch SMS versenden. Gut. Im Königreich der Fantasie. Ui, hört sich schon mal gut an. Okay, Spring ist X. Ausweichrolle. Umsehen. L3 sprinten. Okay, und L ist laufen. Gut. Da ist was zum Aufsammeln. Ein Edelstein haben wir schon mal. Das ist schon mal gut. Da hinten ist noch einer. Also X springen, genau. Boah. Das ist... Die Bewegungen sind sehr, sehr steif. Schon mal. Halt, da habe ich was vergessen. Moment dazu. Ein Handzack. Sind wir hier bei Ratchet & Clank? So, wir gehen hier drauf. Uff. Ui. Also, für Leute, die jetzt zusehen, es kann gut, also ich weiß es nicht, ich habe mich jetzt einfach mal spontan ins Spiel reingeschmissen. Es kann gut sein, dass es das ein Stück Informationen gibt, oder Spoiler auch, ne, zu den neuen Final Fantasy 15. Also wer jetzt hier nichts sehen möchte oder sonstiges, der soll am besten jetzt ausschalten. Weil ich möchte euch nichts, scheiße, das habe ich Pech vergessen. Fuck, kann ich nur hoch? Nee, shit, okay. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, was mich erwartet.
Du stehst momentan tiefer als sonst, okay. Wenn du aufwachst und deine Freunde wiedersehen möchtest, musst du in Bewegung bleiben. Alles klar. Okay. Dann schauen wir mal. Oh, Tageszeitwechsel. Okay. Warum ich das gemacht habe, weiß ich nicht. Es stand einfach mal drauf. Und umsonst wird es ja nicht dastehen. Ich denke mal, die Uhrzeit wird bestimmt schon richtig sein. So. Gut, ja, wie gesagt, halt, wir spielen mit dem Hauptcharakter von Final Fantasy. Das wollte ich schon mal gesagt haben. Also müssen wir aufpassen. Also wer sich nicht spoilern lassen will, sollte am besten ausschalten halten. Ich möchte niemandem irgendwas hier zeigen, was er nicht möchte. Und deswegen, ja. Das Wetter wechseln. Okay. Alles klar. Aber wir gehen hier nochmal hoch, weil da oben gibt's was. Achso, okay. Also so wie ich denke, ist es der Hauptcharakter von Final Fantasy 15. Und ja. Es wird wahrscheinlich viele gewisse Punkte geben, die dann. Ja. Klagen sie hier mit der Flucht. Mit was? Rubin erhalten. Okay. Rüste deine Waffe aus. So, wollen wir mal gucken, was besser ist. Gummihammer, Spielzeugschwert. Das Spielzeugschwert. Ein Schwert, das leicht genug für ein Kind ist. Das verleiht seinem Träger Mut. Okay. Ein bunter Hammer, der tapfere Kinder sich ausgezeichnet zum Kämpfen geeignet und zudem lustige Geräusche macht. Gummihammer. Nur das Spielzeugschwert auch noch. Da. Angreifen. Okay. Ich bin lieber was. Das hört sich zu. Das ist schon eher mein Style. Genau. Ausweichhaltung. Okay, wir haben was erhalten. Glückwunsch. Gut. Gut, weiter geht's. Also wenn das Spiel so aussehen tut, dann freue ich mich schon auf die Vollversion. Ob ich davon ein Video mache? Hier erstmal links. Das ist vielleicht hier lang? Ja, vielleicht. Oder vielleicht auch nicht, weil da vorne ist eine Sackgasse, das sehe ich selbst. Deswegen springen wir hier rein. Nee, geht nicht. Ah, hier. Okay, was denn? Was gibt's hier? Okay, dann folgen wir mal. Ab ins kühle Nass. Okay. Ab ins kühle Nass. Und nun? Unterwasser-Action. Offensiv und defensiv. Offensiv-Modus, Härte, Quadrat gedrückt, um automatisch anzugreifen. Defensiv-Modus, Härte gedrückt, automatisch gegen Angriffe zu verteidigen. Alles klar, Herr Kommissar. So. Was hat man geschrieben? Ui. Wo ging es hin nochmal lang? Gute Frage. Jetzt bin ich ganz klein geschrumpft. Okay. Es ist eine Fantasiewelt, schon mal vorab. Ne? Also. Ach übrigens, das wird bestimmt gefallen. Lass es krachen. Okay. Feuerwerk. 10-mal. Rüste Zauberbomben, Feuerwerk aus, halte gedrückt und sie. Okay, das will. Ja. Feuerwerk ausrüsten. Oh weh, ich fürchte, ich habe mich verlaufen. Okay. Alles klar. Was ist das? Die Zeit schreitet voran. Aber warum? Ich verstehe noch nicht den Zusammenhang. Yeah, Feuerwerk. Oh, das sieht doch hübsch aus. Ich sage mal cool. Das ist noch versperrt. Alles klar. Es sieht schon cool aus, so riesengroß. Da sind Kristalle. Muss alle mitnehmen. Wahrscheinlich gibt es ja auch mehrere Wege. Ein Auto.
Yeah, ist ja geil. Map, map. Alles gut. Okay. Hätte ja sein können, dass es funktioniert. Ja, driften kann man nicht. Oben auf den Tisch, okay. Da haben wir das Schiff verwandeln. Brauchen wir nicht. Was ist das nochmal? Achso. Ah, ein anderes Auto, okay. Brauchen wir nicht. Gut. Benutzt die Rampe des Spielzeugs. Okay. Welche Rampe? Das sind Karten. Da gibt's hier rechts und links. Und da sind wieder Feinde. Waffe auswählen. Schwert. Das kriegen wir hin. Ups, falsche Richtung. Wisst ihr an mich, dass das irgendwie gerade das Intro, Dings, ja, ja. Wie soll ich sagen? Es erinnert mich irgendwie stark an Kingdom Hearts. Wer das jetzt kennt. Au. Eine Kombo. Achso, ich bin tot, okay. Wieso? So. Dann. Hol ich mal hier eine. Oh, ich weiß nicht, das gefällt mir gerade voll irgendwie. Weil es halt sehr stark an Kingdom Hearts erinnert und ich finde es gar nicht mal so schlecht gemacht. Gut gelungen bis jetzt. Ja. An manchen Stellen nicht Grafik der Höhepunkt. Aber man ist schon so schlimm. Wieso machst du hier alles kaputt? Auf die Bierflasche oder wie? Ne, geht gar nicht. Ah! Okay. Wer hat sich das hier eingebaut? Ach, okay, das ist ja gar keine Bierflasche. Ups. Naja, wir können ja nicht alles mitnehmen. So. Dann gehen wir nach ab da oben. Da oben sind wieder Gegner. Schön. Guck mal. Jetzt probiere ich es mal. Machst du irgendwie. Was sind das eigentlich für Monster? Haut. Die brauchen drei Schläge. Ui. Wechsel. 1, 2, 3, 1, 2, 3 und noch Wechsel. Bam. So, okay, also ganz weg. Der andere ist hier. So. Okay. Haben wir einen. Laufen wir mal hier rüber zu dem, der uns hier hingebracht hat. Herzchen. Hey. Okay. Kommt gleich, wo der Ausgang ist. Wir rücken einen Blick auf das Haus hier. Alles klar. Machen wir. Aber wir gehen erstmal außen rum. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas zum Einsammeln. Hui. Huch. Ah, guck mal. Hätte ich das nicht gewusst. Klatsch. So, 126. Kann ich eigentlich hier zuschlagen? Ui. Nee, geht nicht. Okay, alles klar. So, dann gehen wir hier durch. Wusch. So. Keine Ahnung, was der Sinn des Spiels bis jetzt ist. Schauen wir mal. Lade ein bisschen lange, finde ich. Aber naja, ich denke mal. Ja.
frage mich aber, was die Demo bringt. Da ja Final Fantasy 15 bald kommt, aber naja, bald ist doch ein gutes Wort für eine lange Entfernung. Also nicht wirklich. Oder nicht direkt. Jo, jetzt bin ich wieder Originalgröße, hoffe ich. Yes, okay. Man merkt, es ruckelt noch ein bisschen. Ich hoffe, das im Originalversion nicht der Fall ist. Irgendwo muss hier ein langer Fluss sein, der führt zum Ende des Traumes. Ah, okay. Lass uns danach suchen. Yay. Okay, erstmal ein Wetterwechsel machen. So, Sunshine. So. Regen ist nicht so toll. Wird man nass. Wird man krank. Man kann nicht mehr arbeiten. Was ist das? What the hell? Alles klar. Ei. Aua. Teile gedrückt für defensiven Modus. Nein, wollen wir nicht. Da ist wieder noch ein Gegner. Da sind noch mehrere Gegner. Also ich glaube, die haben hier wirklich geklaut von Final Fantasy. Klar, das ist von Final Fantasy. Ich meine von Kingdom Hearts. Weil irgendwie die Mischung hier, was es zu bieten hat. In dem Sinne. Eine Lebensanzeige haben sie anscheinend auch nicht. Vielleicht ist das auch bloß eine Einführung für das Original. Ich weiß es nicht. Also vom Kampfsystem gab es das schon mal für andere Spiele. Jetzt gucken wir uns gleich mal auch mal die Umgebung an. Die hat mich gerade irgendwie fixiert. Aua. So, Hammer. Gut. So, jetzt schauen wir mal. Wie sieht's denn aus? Boah, die Sonne blendet. Das ist schon mal. Boah, ganz schön groß die Sonne. Aber sonst für das Spiel, für die Grafik? Top. Also, bin echt gespannt, wie das Spiel auswirken wird. Jo. Oha. Es ist ja übelst dunkel. Oh, hübsch. Das, man könnte sagen, das ist eine Demo. Das Wetter wechseln. Eine Demo für was das Spiel alles bieten kann oder was es zeigen kann, denke ich mal. Da hinten ist ein großer Wasserfall. Interessant. Haben wir hier hinten irgendwas versteckt? Eine Kiste. Können wir die irgendwie kaputt machen? Ah, okay. Man kann kaputt machen, aber geht nicht kaputt. Also geht nichts dran. Schade. Was ist das da? Fragezeichen. Irgendwo Traumwelt hat sich was getan. Ja. Erinnert sich an, dein Vater hat dir auch mal was von deinem Ball abgekauft. Zu deinem Ball gekauft. Ja, war viel beschäftigt. Okay. So wie das... Ah, es könnte gut möglich sein, dass die... Dass der Traum jetzt hier irgendwas mit seiner Kindheit zu tun hat. Dass man herausfindet, wenn man das Original dann spielt wahrscheinlich, dann warum er dann zu einer gewissen Art ist. Weil wir es halt, denke ich jetzt mal. Vielleicht zeigt das die Vergangenheit, dass der Junge vielleicht kaum Zeit hatte, mit seinem Vater zu spielen. Und somit halt seine eigene Fantasiewelt erstellt hat. Okay. Wahrscheinlich muss er eine echte Schlafmütze. Wahrscheinlich führt dieser Traum direkt in dein Bett. Ja, und das schauen wir mal. Wir sind fast am Ziel. Und Demo durchgespielt. Yeah. Ja, vielleicht gibt es auch mehrere Wege. So wie das aussieht. Also es muss nicht immer ein der gleiche Weg sein, um ans Ziel zu kommen. Vielleicht kriegt man ja irgendwas dann freigeschaltet für die Demo. Wer weiß. Gut, okay. Also ja, wir haben schon 20 Minuten, hätte ich gleich am Anfang vielleicht reden sollen. Aber wer sich interessiert für Final Fantasy
Und mir dann schreiben dorthin die Kommentare, ob er wirklich das, ob ich wirklich ein Let's Play davon machen soll, ist eine andere Frage. Das ist schon so eine Sache. Weil ich meine, ich bin leidenschaftlicher Final Fantasy Spieler, definitiv. Die Zitadelle. Gut. Ui. Es ist die aus dem Video von Final Fantasy Versus. Das sieht da echt danach aus. Das sieht echt danach aus. Ja, also wie gesagt, wenn jemand, ich kann es mir immer überlegen, aber es kommt halt drauf an, ob ihr auch Lust und Laune habt. Das ist dein Zuhause, dein Ort, an dem geboren werden. Hey. Oh. Oh, ja, den kennen wir. Den berühmtesten Gegner, den immer wiederkehrenden Gegner aus Final Fantasy rein. Ich werde uns. Wow, immer die Fähigkeit. Zwei Jume und Mitemo. Korrega Mamut. Ein Garfunkel. Ach so. Ein Garfunkel aus Final Fantasy. Ach, habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Das fällt mir jetzt wieder ein. Auf geht's. Aua. Aua, 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 aua. Nicht gut. Nicht gut. Wow. Sieht ja mal klasse aus. Ja, warum greife ich nicht an? Ach, das ist definitiv blöd. Oh. Ey, hey. Au, 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 au. So, jetzt muss ich einfach ein bisschen Taktik anwenden. Wieso geht das nicht? Angreifen. Ich hab doch genug. Okay. Verdammt. Oder? Ausweichen, springen. Oh, verdammt, 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 verdammt. Chip, 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 chip. Ja. Ah, hoppa. Okay, ausgewichen. Defensive Haltung. Ja, das ist noch gar nicht so einfach. Ey, langer Zack hier. Stirb. Beim ersten Mal. Endlich kannst du aufwachen. Und er ist aber auch schnell hier. Ne? Der kleine Garfunkel ist doch süß. Ja. Feuerwerk. Oh, das hätte ich nachts machen müssen. Oh, Mist. Was ist das jetzt? Das Portal zur Wirklichkeit aktivieren. Die Geschichte wird dadurch abgeschlossen. Naja, machen wir einfach mal. Schauen wir mal, was passiert. Wusch. Hui. Ein Auto. Ein großes Auto. Na nur, das Auto deines Vaters. Ah, darin fühlst du dich als so am geborgensten. Okay. Na, ist auch ein hübsches Auto. Weil du dort immer dein Vater sein kannst, weil dein Vater sein kannst. Okay. Doch, nimm ihn mit, komm. Nimm den Kleinen mit. Arigato. Bye bye.
Ich hätte ihn mitgenommen. Das süße Schnuffelchen hier. Garfunkel, habe ich schon gesagt. fertig. Bleibt so. Okay, muss ich selber eingeben. Also, Garfunkel. Okay, so, fertig. Ja klar, heißt er so. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Identitätsdschungel erreicht. Yeah! Nox Buchschuss. Bruchstückhafte Traumwelt ist jedoch nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was sich wirklich erwartet. Okay. In Final Fantasy XV wirst du dich mit einer erwachsenen Noctis und seiner treuen Freundin auf die Reise durch die weitläufige und lebendige Welt begeben. Das ganze Final Fantasy Team ausschließlich deine putzigen Begleiters freut sich darauf, dich bald wiederzusehen. Okay, bis bald. Hui. Ja, ein Chocobo. Möchtest du Final Fantasy 15 jetzt erwerben? Wenn ich wüsste, wann es rauskommen könnte. Schauen wir mal. Vielleicht können wir mal im Store mal gucken, wie das aussieht. Vielleicht gibt es ja schon einen Termin. Dann könnte ich es mir auch gleich bei Amazon bestellen. Vorbestellung gibt es ja schon mal. Der 30.09. Boah. 30.09. Uff. Okay. Ich werde es mir auf jeden Fall bestellen, definitiv, weil das hat mich schon angetan. Also nicht die Demo. Du kannst das Spiel jederzeit an den Titelbildschirm erwerben. Okay. Ja, das war die eine Version von Final Fantasy. 15 Platinum Demo mit Garfunkel und Noctis, oder wie der heißt. Ein bisschen, ja. Man muss, Noctis, genau. Square Enix kennen wir schon und da kommen wir wieder an den Titelbildschirm. So, ich könnte die Demo nochmal spielen. Aber diesmal laufen wir ein bisschen anders. Vielleicht gibt es ja was anderes. 27 Minuten haben wir jetzt gespielt. Aber ich denke mal, das machen wir in einem anderen Video, Teil 2 oder so, wenn ihr wollt. Also ich behalte die Demo jetzt erstmal, ich tue das erstmal heute hochladen. Wenn ihr mal anders sehen wollt, wie ich spielen soll, wie die Demo gespielt werden soll, oder in andere Richtung, andere Wege, andere Gegend, wenn es sowas geben sollte, sagen wir mal so. Weil es gab ja irgendwie verschiedene Wege. Einmal bin ich durch den Dings durch die Halle, also durch den langen Gang gelaufen. Aber mein süßer Garfunkel hat gesagt, nee, hier, der Ausgang ist am Fluss. So. Und da waren wir ja schon wieder komplett woanders. Okay, da würde ich sagen, bleiben wir einfach so. Und ja, wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, kann ich das dann morgen machen. Ich werde es heute Abend hochladen. Gleich danach, wenn ich ja fertig bin eigentlich. Oder werde noch ein bisschen Division zocken oder Dead or Alive Extreme 3. Mal schauen, was man so erwarten wird. Auf jeden Fall, ich würde mich freuen auf eure Kommentare. Wenn ihr sehen wollt, dass es einen anderen Weg laufen soll, dann mache ich das gerne, durch das Spiel nochmal spielen. Ich habe damit kein Problem damit. Ich spiele gerne Final Fantasy. Ich habe bis jetzt alle Spiele gespielt. Nicht wirklich alle. Also es gibt ein paar Spiele, wo ich nicht rankam, weil es für Nintendo Wii war oder Super Nintendo oder sonstiges halt oder Game Boy. Ne? Also gewisse Sachen habe ich nicht. Aber ich habe so gut wie möglich alle PS1 Klassiker gespielt, PS2 Ableger und auch PS3, sowie jetzt auch hier Final Dings PS4, was ich auf jeden Fall in Angriff nehmen möchte. Wegen Let's Play, es hat eine andere Frage halt, ne? Ist ganz schön viel dann. Okay, das war's von mir. Ich freue mich auf eure Kommentare, wenn ihr welche schreiben solltet, würde mich freuen. Dann, das liegt an euch jetzt, ne? Also, ihr bestimmt jetzt das weitere Video, ja oder nein, und dann geht's weiter. Also dann, ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Euer ChristianAngel3000 und ciao!